Hi liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Ole. Ich begrüße euch vom Wilhelmshavener Hauptbahnhof und mache mich jetzt auf den Weg nach Groningen. Viel Spaß! Ich sitze jetzt im Zug und ich bin schon so aufgeregt, wie das ist. Ich war zwar schon 2013 einmal da, aber ich habe nicht so viel mitgekriegt von der Stadt, weil wir da nur so durchgehuscht sind, hin zu McDonald's auf dem Heimweg von Amsterdam nach Wilhelmshaven. Aber jetzt frühstücke ich erstmal ganz gemütlich. So Leute, ich bin jetzt gleich in Oldenburg und ich hoffe, dass mein Anschluss nach Leer pünktlich kommt um 5 nach halb 10. Ja, hoffen wir das Beste. Jedenfalls habe ich jetzt nicht so eine Eile wie beim letzten Mal, als ich nach Münster gefahren bin und hier umsteigen musste. So. Ach, da ist er ja. Ich bin jetzt gleich in Leer und ich musste da auch so einen Schnellbus umsteigen oder was auch immer. Eigentlich könnte ich auch mit dem Zug bis nach Groningen durchfahren, aber das geht halt nicht, weil die Friesenbrücke, die hinter La Lea über die Ems führt, schon seit Jahren kaputt ist und immer noch nicht repariert wurde. So, mal gucken, wo jetzt der Bus hier abfährt. Ach, da steht der Bus ja schon. Der mit dem orangenen Heck, der ist das. So, ich sitze jetzt im Bus, Leute, und ja, war jetzt noch eine Stunde über die Autobahn und dann bin ich auch da. Wir sind nicht mal einen Kilometer aus Leer raus und stehen schon im Stau. Na, das kann ja ein Spaß werden. Boah. Man sieht einfach nichts, weil wir gerade im Tunnel sind, obwohl Licht an ist. Boah. Also ich finde Tunnelpassagen ja immer das Schlimmste, was einem auf Zug und Autofahrten, was man dadurch fährt. Weil ich kriege da immer so richtig krassen Druck auf den Ohren. Nach der Tunnelpassage folgte eine Landschaft, die wunderschön war. Dieses schöne Wetter, die vielen grünen Wiesen, Kühe und Windkraftanlagen in der Ferne. Irgendwie hatte das alles was und es fühlte sich immer abenteuerlicher an. So Leute, ich bin jetzt gleich da und wisst ihr, was mir hier auffällt? An den niederländischen Autobahnen gibt es an den Seiten einfach mal gar keine Leitplanken. Ich meine, wie ist das denn, wenn hier mal ein Unfall passiert? Wird man dann direkt auf die Wiese geschleudert oder was? Ja, das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich frage mich halt nur, warum die das nicht haben. Ich war lange nicht mehr in den Niederlanden und konnte mich dementsprechend nicht mehr so würdig daran erinnern, wie es da aussieht. Dennoch überwältigten mich die Eindrücke, die ich sowohl auf der Autobahn als auch bei der Einfahrt in die Stadt Groningen gesehen habe, positiv. So, endlich da, Leute. Und ich sag's euch, ich bin jetzt schon überwältigt von dem, was ich hier sehe. So, Google Maps sagt, da vorne an der Ampel links geht's zur Innenstadt. Ja, und dann vertrauen wir dem einfach mal. Boah, hier kann man sogar so Bootsfahrten mitmachen oder was das sein soll. Aber dafür werde ich heute wahrscheinlich leider keine Zeit haben, obwohl die wahrscheinlich interessant wären. So, hier ist die Geschäftsstraße. Dann war das, was Google Maps gesagt hat, ja, war nicht ganz so falsch.
Aber ich suche jetzt hier bei den Temperaturen auf jeden Fall erstmal mal was abkühlen. Ja, geil, Mann, da bin ich auf jeden Fall dabei jetzt. So, ich habe jetzt für 3 Kugeln einmal Tonys Milk, einmal Vanille und einmal Haselnuss 5,40 Euro bezahlt, was ich schon etwas abgehoben finde. Aber bei dem Wetter ist mir jedes Geld eine Abkühlung wert. Das war eine sehr gute Erfrischung. Oh, und es hat auch sehr lecker geschmeckt. Wenn ihr hier mal in Groningen seid, einen Appetit auf Eis habt, geht zu Ginos Eissalon. Das Eis schmeckt richtig gut, das Personal ist sehr freundlich. Aber ich finde den Preis von hier 5 Euro noch irgendwas, was ich jetzt für den Becher bezahlt habe, mit nur 3 Kugeln, äußerst unverschämt, wenn ich ehrlich bin. Also ich finde das sowieso eine Unverschämtheit, dass heutzutage alles viel teurer ist als früher. Früher eine Kugel Eis maximal, lassen wir es maximal 1 Euro wo sein gekostet. Wenn ihr hier durch die Fußgängerzone geht, müsst ihr auch streng darauf aufpassen, dass ihr nicht von einem Radfahrer überrumpelt werdet. Die fahren hier teilweise mit einem Fahrstil, das habt ihr noch nicht erlebt. Und hier ist scheinbar gerade Wochenmarkt, wie das sein soll, hier auf dem Hauptmarkt, ne? Da nenne ich das jetzt mal in der Innenstadt. Das hier scheint das Rathaus von Groningen zu sein. Das hat doch so ein bisschen den US-amerikanischen Rathausstil mit den Eingangssäulen. Und da hinten ist schon die erste Kirche, die ich mir jetzt mal anschauen will. Die Arkerk aus dem Jahr 1247 ist das zweitwichtigste mittelalterliche erhaltene Kirchengebäude der Stadt Groningen. Im Inneren der Kirche findet man kaum noch Inventar, was daran liegt, dass die Kirche vor einigen Jahren den gottesdienstlichen Zwecken entweiht wurde. Sie ist seit einigen Jahren der Ausstellungsort für Kirchenkunst und war wohl mal eine Simultankirche. Das heißt, sie wurde von den evangelisch-lutherischen und den römisch-katholischen gleichzeitig genutzt. Das würde zumindest erklären, warum die Kirche 2 Räume hat, die voneinander getrennt sind. Leute, wisst ihr, was mir hier gerade auffällt, im Gegensatz zu Deutschland? Die Leute hier, die sind sehr freundlich zueinander. Da habe ich bei den Deutschen schon so einiges anderes erlebt. Da fahren die Roller durch die Fußgängerzone hier. Wie kann das sein, dass hier kein Unfall passiert? Spaß, Leute. Die fahren natürlich so vorsichtig, dass hier gar kein Unfall passieren kann. Dennoch musste man selbst hier sehr aufpassen, nicht von Radfahrern überrumpelt zu werden. Ich lag auch fast ein paar Mal vor einem Fahrrad da. Also es freut mich ja schon zu sehen, wie viele Menschen hier Fahrrad fahren. Wenn in Deutschland die Fahrradinfrastruktur besser sein würde, würden da wahrscheinlich auch viel mehr Leute aufs Fahrrad umsteigen. Am Ende der Fußgängerzone läuft man, bevor es da vorne weitergeht, hier über eine der Grachten. Ja, auch hier gibt es Grachten und nicht nur in Amsterdam. Als es früher noch keine Straßen gab, waren die Grachten der wichtigste Handels- und Verkehrsweg der Stadt Groningen. Heutzutage hingegen sind sie ein Paradies für Yachtfahrer und Bootssportler. Oh, endlich ein schattiges Plätzchen gefunden, nachdem ich gerade gefühlt stundenlang durch die pralle Sonne gelaufen bin. Oh Gott, tut das gut, Leute, wenn bei der Wärme sieht. Seht ihr auch das Einhorn da vorne? Naja, ab zum nächsten Supermarkt und dann am besten in die Tiefkühlung legen. Oh, endlich einen Supermarkt gefunden, Leute. Boah, das riecht schon so geil aus dem Backshop da hinten. Nehme ich mir mal 2 Wasser mit bei der Hitze. Und was beim Einkauf in den Niederlanden bei mir nicht fehlen darf, Herzog Jan Bier. Schmeckt richtig geil. Da ich jetzt gerade hier bin und nachher wahrscheinlich gar keine Zeit mehr
Pferde fahren werde, kaufe ich jetzt schon mal für die Rückfahrt ein. Dementsprechend nehme ich mir ja auf jeden Fall noch eine Cola mit. So, nachdem ich mir jetzt gerade nochmal Trinken nachgekauft habe, gehe ich jetzt dahin, wo der große Kirchturm ist. Auf dem Weg dahin habe ich in einer Seitenstraße diese schattige Sitzplätzchen hier gefunden. Darauf kann man erstmal so richtig ein Bier trinken. Geil, Leute, ohne Scheiß. Richtig geil. Was mir hier aber auch auffällt, ist, dass hier kaum jemand mit einer Zigarette in der Hand an irgendeiner Ecke steht. Das hat aber den Grund, dass das von der Stadt verboten wurde, hier in der Öffentlichkeit zu rauchen. Ich weiß ja nicht, was andere Leute davon haben, wenn sie rauchen. Die schädigen nur ihre Gesundheit und das ist nicht cool. So, da vorne um die Ecke müsste jetzt gleich irgendwo was Gutes zu essen kommen. Jetzt erstmal zu Burger King gehen und ein fettes Menü bestellen. So, das überspringe ich mal. Weil, so, was ist denn hier so für Menüs? Ja, mal gucken, was hier. So, das nehme ich. Okay. So. Ja, also, ich glaube, ich nehme einfach ein Medium, das reicht auch. Na, dann bin ich doch mal gespannt, ob es hier im Gegensatz zu Deutschland geschmackliche Unterschiede gibt, aber ich gehe mal nicht davon aus. Also vom Geschmack her fand ich das hier wesentlich besser als das, was ich von Burger King aus Deutschland kenne. Nachdem ich mich jetzt gut gestärkt habe bei Burger King, bin ich wieder on the road und mein nächstes Ziel ragt auch schon direkt vor mir auf. Die Martini Kirche wurde 1245 errichtet und ist die älteste Kirche der Stadt Groningen. Damals war sie noch eine gotische Basilika. Jedoch wurde sie im 15. Jahrhundert das erste Mal renoviert und von der Basilika zu einer Hallenkirche ausgebaut. Im Gebäudeinneren gibt es gar keine kirchentypischen Bänke, sondern einfach nur so Stühle, die dahingestellt wurden, wahrscheinlich aus Kostenspargründen. Aber ansonsten ist das von innen echt eine wunderschöne Kirche und ich empfehle jedem, der Groningen besucht, auch wenn ihr euch nicht so für Kirchen interessiert, da mal reinzuschauen. So, ich habe mir jetzt diese wunderschöne Kirche angeschaut und wäre auch gerne noch auf den Turm gegangen, da hätte man bestimmt eine schöne Aussicht oben gehabt. Aber die haben den letzten Einlass um 16.30 Uhr und das wusste ich gar nicht. Ist dann halt so, auch wenn es schade ist. Naja, jetzt gehe ich jedenfalls zurück Richtung Bahnhof. Wenn ihr wissen wollt, wie die Marihuana-Preise hier sind, fragt mich nach Sonnenschein, denn ich interessiere mich für sowas gar nicht und ich nehme auch gar keine Drogen. Eigentlich ist es ja ganz schade, dass mein Besuch hier schon wieder endet, aber ich freue mich, dann bald in naher Zukunft wiederzukommen. Wozu sind Zebrastreifen da, wenn die gekonnt ignoriert werden? Ja, das ist auch so eine Sache, an die ich mich ja noch gewöhnen wo es einfach rüber zu gehen, nach dem Motto, die werden schon anhalten, nur nicht irgendwie stehen zu bleiben, weil die dann denken, sie könnten weiterfahren. Aber auch an die Situation mit dem Fahrradfahren muss ich mich hier noch gewöhnen. Ich meine, das ist ja keine schlechte Idee, dass sie ihre eigenen Regeln haben. Aber ich wurde heute schon ein paar Mal überrumpelt fast. So, ich bin jetzt wieder am Bahnhof angekommen und ja, ich wäre jetzt ganz gerne mit dem Schnellbus zurück nach Lea gefahren, mit dem ich vorhin von Lea hierher gefahren bin. Aber der fährt erst in einer Stunde wieder und deswegen nehme ich den Zug nach Wehna, der jetzt gleich kommt. Und wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der zweimal einschlägt, vielleicht wird es hier, da
nochmal aufdrehen. So, ich stehe jetzt hier an meinem Gleis, das ist das hier. Und normalerweise muss man sich, wenn man mit den Arriva-Zügen fahren will, immer da an diesem grünen Ding einloggen mit einer Fahrkarte. Aber ich musste das jetzt dank meines Niedersachsen-Tickets plus Groningen nicht. Hat mir ein Bahnmitarbeiter gerade eben auf Nachfrage gesagt. Das war wieder mal ein schöner Tag, Leute. Ich weiß ehrlich nicht, was ich dazu sagen soll, aber manchmal braucht es auch keine Worte, um zu beschreiben, was man nach so einem Tag fühlt. So eine Beinfreiheit wie hier wünsche ich mir sehr in den Zweiersitz rein der Nordwestbahn. Und weil das Herthogianbier so geil schmeckt, habe ich mir gleich noch eine zweite Dose geholt, als ich gerade eben im Supermarkt war. Auf eine gute Rückfahrt, würde ich sagen. Als dann eine sehr nette Bahnmitarbeiterin kam, um mein Ticket zu kontrollieren, habe ich von ihr dann erfahren, dass es in den Niederlanden verboten ist, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken und bei erwischt werden für 95 Euro Bußgeld kostet. Aber ich hatte Glück gehabt, dass sie es nur bei einer Verwarnung belassen hat. So Leute, ich bin in 5 Minuten in Wena. Da man ja seit einigen Jahren wegen der kaputten Friesenbrücke über die Ems nicht mehr direkt von Leer nach Groningen fahren kann, muss man entweder einen Schnellbus nehmen, so wie ich das heute Morgen gemacht habe, oder man muss ab Wena in den Bus umsteigen, der nach Leer fährt. Ich hoffe mal, dass ich den noch kriege, aber ich bin da voller Zuversicht. So, da ist der Bus. So noch schnell hinter, bevor der abfährt. Ach, ja, können auch hier über den Rasen gehen, ne? Muss ich nicht ganz außen rum. Schon klug, was der gemacht hat. Mann, ja, muss ich nur gucken, dass die Deutsche Bahn pünktlich kommt und ist alles gut. Also der Gleisbeschilderer hier war auf jeden Fall schlechter als ich in Mathe, denn laut meinen Berechnungen kommt nach der 2 die 3 und dann erst die 4. So, jetzt wo ich im IC sitze und hier schon so einen Tisch habe, den ich gerade eben mit einem anderen Arriva-Zug nicht hatte, ist es Zeit fürs Abendessen. So, jetzt habe ich Oldenburg erreicht. Schade eigentlich, dass dieser abenteuerliche Trip gleich schon wieder zu Ende ist. Aber ich fand es sehr schön dort. Es war sehr schönes Wetter, die Menschen waren viel netter als die Deutschen und vieles mehr, was ich alles gar nicht in Worte fassen kann und will. Irgendwie ist das nach einem Abenteuer immer so. Man freut sich einerseits auf zu Hause, findet es andererseits aber auch schade, dass das so schnell vorbeigegangen ist. Das war's vom Vlog, Leute. Lasst ein Like da, wenn euch gefallen hat. Benachrichtigungen, neue Videos zu bekommen, ist ganz leicht. Abonnieren und Glocke läuten reicht. Tschüss!